An der Fassade der Anna-Siemsen-Straße 97 prangt jetzt ein neues Kunstwerk. In den vergangenen Tagen verschönerte das Schweizer Künstlerduo Never Crew die Außenwand des Wohnhauses der Wohnungsgenossenschaft Karl Zeiss mit einem blauen Eichhörnchen. Die Gestaltung ist Teil der Quartiersentwicklung in Winzerland Nord. Dazu zählt auch eine zweite Fassade in der Max-Steenbeck-Straße 42. Dieses Haus gehört Jena Wohnen. Winzerlar ist ein Stück bunter geworden. An der Fassade der Anna-Siemsen-Straße prangt ein großes blaues Eichhörnchen. In den vergangenen Tagen wurde es vom Schweizer Künstlerduo Never Crew an die Außenwand des Wohnhauses der Wohnungsgenossenschaft Karl Zeiss gesprüht. Zusammen mit einer weiteren Fassade in der Max-Steenbeck-Straße von Jena Wohnen ist das Motiv Teil eines größeren Projektes. Wir sind ja mit dem Projekt zur Quartiersentwicklung jetzt schon im zweiten Jahr hier in Winzerlar und haben die Leute gefragt, was stört sie hier? Gibt es irgendwas, was man verändern müsste? Und ganz oft kam, ja, es ist wirklich grün im Stadtteil, es gibt viel Natur hier, aber sobald der Winter kommt, sieht es einfach nur noch grau und trist aus. Und da müsste man irgendwie was an die Fassaden bringen. Und wir wurden dann tatsächlich einmal angesprochen von einem Bürger, der gesagt hat, hey, es wäre doch toll, wenn man so eine Fassade gestalten könnte. Irgendwie ein Bild rankommt, bei dem man sieht, das ist Winzerlar, dafür steht Winzerlar. Vielleicht auch so einen Eingang in den Stadtteil dadurch bekommt. Und dann haben wir uns gedacht, gut, probieren wir das mal, schauen, wie das ankommt, die Idee. Und ja, jetzt sind wir hier und die Fassadengestaltung beginnt. Kunst im Stadtteil ist neben Gemeinschaft, Mobilität und Natur eine der vier Säulen der Quartiersentwicklung. Für die Fassadengestaltung wurde von der Stadtverwaltung ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben. In der neunköpfigen Jury saßen auch zwei Bewohner Winzerlars. Zudem wurde über den kompletten Prozess immer wieder der Kontakt mit den Anwohnern gesucht. Die beiden Künstler der Never Crew aus der italienischsprachigen Schweiz haben schon Fassaden auf der ganzen Welt verschönert. Dennoch ist für die beiden jedes neue Projekt etwas Besonderes, weil der Kontext der Umgebung jedes Mal ein anderer ist. In Winzerlar zeigt sich dieser Kontext in der Wahl des Motivs. We are working on the local wildlife animal, that's the squirrel, and we wanted to use it to of course, to recall the local environment in which the area is located, and to connect also different visions and different point of view over this connection between humankind and nature. Die beiden beziehen sich auf ein Tier, das hier im Stadtteil auch tatsächlich vorkommt, das Eichhörnchen, und wollen damit eben zeigen, dass es eben diese Eichhörnchen, die Natur im Stadtteil hier gibt, und zeigen aber auch die verschiedenen Sichtweisen, die es gibt. Das Eichhörnchen als eines der typischen Tiere Winzerlars soll an die umliegenden Wälder und die lokale Tierwelt erinnern. Die Idee dahinter ist, die Identität des Stadtteils mitzugestalten und zu prägen, sodass die Jena zukünftig bei Winzerlar nicht mehr an graue Plattenbauten, sondern bunte Fassaden denken. Gerade diese Vorstellung gefällt den Künstlern sehr. We like that there is this idea of creating a strengthen the idea of community and also a relationship with the context that the area, but also around the area, and so we are happy to participate in this process. Yes. Sie finden es spannend, dass es eben auch um Gemeinschaft geht und den Bezug zwischen den Menschen und der Umwelt hier im Stadtteil und außenrum, und freuen sich, dass sie eben Teil dieses Prozesses sind. Neben der Kunst im Stadtteil dreht sich das Zukunftskonzept vor allem um die Gestaltung der Wegachse von der Max-Steenbeck-Straße zur Anna-Siemsen-Straße. Zurzeit ist ein Grünkonzept in Arbeit. Die Ideen der Winzerlaer Anwohner sollen in den kommenden Jahren weiter umgesetzt werden.